Ja, herzlich willkommen wieder zu einem neuen Video der Firma SR Turbotechnik. Ja, mein Name ist Atze Schröder, nicht zu verwechseln mit Atze Schröder. Ja, was wollen wir heute machen? Wir haben jetzt gerade ein Projekt auf der Bühne. Da geht es um Audi S3, CDLA-Motor. Ja, in einem Video haben wir ja schon mal gezeigt, so Kolben einmessen, das haben wir ja schon mal alles gemacht. Wir wollten jetzt bei dem Motor nur mal kurz auf ein Thema eingehen, Ölpumpe, was die da so für Probleme haben und ja, haben hierzu auch nochmal was an dem Motor festgestellt und das wollten wir euch mal kurz zeigen, mal mit Sascha drüber sprechen. Ja, wie wir sehen, haben wir hier einen CDLA-Motor aus einem Audi S3 und der Kunde, der hatte schon das Fahrzeug, wurde schon mal umgebaut, der Motor wurde schon mal was gemacht und da haben sie auch schon eine andere Ölpumpe eingebaut. Von einem 1.8T. Normalerweise hat der so ein komplettes Ölpumpenmodul mit Ausgleichswellen, wie wir hier unten sehen, das Ganze. Und da gibt es die Probleme, dass einmal die Schrauben hier abreißen von dem Kettenrad und dadurch die Kette reißt. Aber natürlich haben wir auch hier ein komplettes, ja, sag ich mal, so ein Gewichtsproblem. Dann haben wir hier zusätzlich noch einen Spanner drin, der hydraulisch betrieben wird. Dann haben wir hier die ganzen Zahnräder, hier sehen wir das ganz gut, dieses Ausgleichsmodul mit den Ausgleichsgewichten, die da drin sind. Und die machen natürlich ja, ganz anderen Öldruck, so eine 1.8T-Pumpe, die macht viel mehr Öldruck und haben natürlich auch eine bessere Versorgung dadurch. Ja, jetzt hatten wir hier das Problem gehabt, dass der Motor schon mal umgebaut wurde, wie ich gerade gesagt hatte, und jemand nur die Ölpumpe reingemacht hat. Sascha, was ist das Problem, wenn jemand nur die Ölpumpe reinmacht? Das Problem dabei ist, wenn man das Ölfiltergehäuse nicht mittauscht, in dem Ölfiltergehäuse von dem normalen CDLA, 2 Liter TFSI, sind keine Regelventile drin. Okay. Das heißt, wenn man diese Pumpe hier unten reinmacht, vorne Serienölfiltergehäuse lässt, wird der Öldruck nicht geregelt. Okay. Dann bekommt man Ölmangel. Also das heißt, die ganzen Ventile, genau, was der Motor jetzt serienmäßig braucht, sitzt eigentlich alles in dem ganzen Pumpenmodul, was ich gerade gezeigt habe, drin. Genau. Und darüber wird alles geregelt. Genau. Okay, und ja, was kann passieren, wenn jetzt also, im Grunde kann passieren, dass man einmal einen Ölmangel bis zum Kopf oben herstellt. Dann hat man hier schön eingelaufene Nockenwellen und einen Kopfschaden. Was wiederum auch passieren kann, ist, dass die Pumpe zu viel Druck macht, wenn das Öl kalt ist. Und sich an dem Ölfilter vorbeidrückt und dass das Öl dann nicht mehr gefiltert wird. Okay, okay. Also müssen wir in diesem Fall halt immer, wenn man umbaut auf eine 1.8T-Ölpumpe, muss man dann auch immer ein anderes Ölfiltergehäuse fahren. Genau, da haben wir also im Prinzip kann man das vom 1.8T nehmen, das Ölfiltergehäuse. Genau, aber nicht so einfach. Nee. Warte, ich drehe um. Es gibt einmal zwei Versionen. Es gibt schon mal eins, was an den 2 Liter CDL geht. Dann kann man das einfach nehmen, okay, mit dem eigenen Wärmetauscher. Oder ja, man benutzt das Serien 1.8T-Gehäuse mit der Flanschplatte, die wir selber hier fräsen. Mit Wasserabgängen. Dann kommt hier vorne das, das originale Ölfiltergehäuse vom 1.8T drauf. Und dann muss man hier unten noch einen Wärmetauscher drauf machen. Und hier hat man das kompakt. Oder so im Rennsport. Aber das Problem ist, wenn du die Platte benutzt, haben wir ja, hier geht ja noch ein Ladeluftrohr dran, genau, lang. Und da hatten wir mal die Probleme gehabt, dass wir das komplett neu bauen mussten. Ne? Genau. Also das heißt jetzt mit dem neuen Teil, das gegossene Teil, wird das weiter mit Serie alles gefahren. Ne? Genau. Nur, wofür ist das jetzt hier? Das ist Kurbelwellenentlüftung. Die Kurbelwellenentlüftung ist an dem Serienteil auch dran. Da gibt es, okay, dann einen Adapter dazu, der noch gebaut wird. Das ist dann dieser hier, der kommt hier nachher oben rein mit einem Gummiring und einer Klammer und dann kann man die Serienkurbelwellenlüftung weiterfahren. Okay, also das heißt, man kann den Motor eigentlich ziemlich simpel umbauen auf 1.8T-Ölpumpe. Genau. Was wir gerade vergessen haben, da muss dann zusätzlich, glaube ich, noch ein Gewinde gebohrt werden, ne, für die dritte Schraube. Es kommt drauf an, es gibt zwei verschiedene Blöcke von den CDLA. Es gibt einmal die mit den Schmiedebrücken unten, die haben das Gewinde noch nicht. Da muss man es mit dem Helicoil-Einsatz nachbilden am 7. Okay. Und dann gibt es die mit den Gussbrücken, die haben das Gewinde schon da. Okay. Gegebenenfalls, hier, die 1.8T-Pumpe hat hier vorne nochmal einen kleinen mechanischen Kettenspanner. Bei denen mit den Schmiedebrücken muss man das Loch dafür in M7 auch neu bohren. Und bei denen mit den Gussbrücken ist es, ah, okay, vorhanden.
Was man hier noch sieht, man muss dann auf jeden Fall, sage ich mal, das Schwallblech vom Einfach-T auch benutzen, ne? Mitbenutzen. Ja, haben wir jetzt mal ein paar Sachen aufgelistet. Wie gesagt, dieses komplette Kit gibt es auch so jetzt zu kaufen. Das könnt ihr bei uns bestellen. Das heißt, enthalten ist dann einmal eine 1,8T-Ölpumpe mit dem Ganzen, was dazugehört, mit Gewinde, mit Bohrer, alles, was alles vorbereitet ist. Dann das Ölfiltergehäuse. Dann wird umgebaut auf einen anderen Ölfilter, halt einen Metallölfilter, die man so jetzt vom 1,8T kennt oder sowas. Es gibt jetzt vom 1,4er, glaube ich, noch, gibt's noch kurze Filter, die wir auch oft einbauen, die etwas kürzer sind, dass man hier unten ein bisschen mehr Platz hat oder auch besser die Filter wechseln, tauschen kann. Ja, das Kit liegt preislich bei ungefähr 799 Euro komplett, alles zusammen. Okay. Und wenn wir euer Interesse geweckt haben für so ein Kit, meldet euch bei uns. Könnt ihr auf jeden Fall das bekommen bei uns. Am besten per Mail oder per Telefon oder wie ist das? Ja, ich würde sagen, einfach eine Mail schreiben oder mal anrufen. Sag mal, persönliche Gespräche sind immer gut, finde ich immer nett. Dann kann man auch allgemein, sag ich mal, wenn jemand sowas umbaut, dann hat er meistens was Größeres vor, ein bisschen mehr beim Projekt und kann dann mal darüber sprechen, was er für ein Projekt vorhat, was er macht und was er alles braucht dafür. Es gibt die Kits auch in kleineren Versionen. Wenn einer sagt, ey, die Pumpe, Ölpumpe habe ich schon oder sowas, dann kann man so ein Erweiterungskit, das heißt halt nur das Ölfiltergehäuse, alles mit was dazugehört. Und dann würde ich sagen, dass wir jetzt den Sascha weiterbauen lassen, den Motor. Und wir wollen noch das Ende dieser Woche, wollen wir den Motor noch fertig haben, das Auto, und dann das Laufen haben. Ja, dann wünsche ich euch viel Spaß bei unseren weiteren Videos und ich würde sagen, ciao, wir sind raus.